Hey Leute, ich hoffe, euch hat der Spaziergang gefallen. Wir sind diesmal ein paar Kilometer mehr gereist. Aber wie sagt man so schön, keine Reise ist zu weit, wenn man findet, was man sucht. Für mich trifft das auf Leipzig total zu. Ich bin super gerne in der Stadt. Jetzt geht's aber ums Kochen. Es dreht sich alles um den Lachs. Sebastian ist schon drin in der Küche, bereitet schon fleißig vor. Ich komme jetzt dazu. Die Kamera nehmen wir natürlich mit. Wir sind jetzt im Zeno, der Basti hat mich eingeladen. Ja, hi Max, herzlich willkommen im schönen Leipzig. Es ist schön, dass ihr den Weg gefunden habt. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Es dreht sich alles um Lachs. Mhm. Was bastelst du uns heute raus? Ich mache uns heute ein Lachs-Lakritz-Mosaik. Das heißt, ich nehme den Lachs, schneide den runter und packe den in Salmiak, also diesen Bestandteil aus dem Lakritz, roll den auf und gar den Sous-Vide. Das Lakritz ergänzt sich sehr, sehr gut mit diesem schönen Fleisch vom Lachs. Ja. Und das Sous-Vide-Garn macht ihn ganz butterzart quasi. Aber du wolltest auch was kochen, ich bin schon ganz gespannt. Tatsache bin ich selbst auch ein bisschen aufgeregt. Ich mache eine Vorspeise, mache einen Feuerlachs und gieße den auf mit einer Golden Kokosmilk. Oh, das klingt gut, ja. Zum gesundheitlichen Aspekt mit Zitronengras. Ich bin aber selber total aufgeregt, also lass uns mal loslegen. Ja, gerne, na klar. Jetzt haben wir es geschafft, haben den Lachs vor uns. Für mich immer ganz wichtig, der erste Eindruck, als wir ihn rausgenommen haben, der Geruch komplett neutral. Ja, riecht absolut nicht fischig. Ansonsten frisch. Gucken wir hier in die Kiemen. Mhm. Ja. Blutrot, wunderschön auf jeden Fall. Augen sind klar, ist mir auch immer ganz wichtig. Mhm. Und ansonsten, ich mache was du wahrscheinlich auch. Druckprobe, genau. Drück einmal drauf. Es kommt super schnell zurück. Ein tolles Produkt auf jeden Fall. Können wir loslegen. Für unsere Golden Kokosmilk habe ich Kokosmilch, Kurkuma, Ingwer, Muskatnuss, schwarzen Pfeffer und Zimt etwas erwärmt, gebe für die Frische noch Zitronengras hinzu und lasse das Ganze 10 Minuten köcheln, damit sein volles Aroma entfaltet. Ich werde jetzt unseren Kürbis schneiden, da habe ich den Ofen schon vorgeheizt. Vorher bekommt er noch ein bisschen Hanföl sowie Salz, Pfeffer und etwas Forest Flame. Das Ganze bei 200 Grad kurz in den Ofen. Wenn ihr, auch wie wir, Bock auf Lachs habt, dann schaut einfach mal rein. Wir haben ihn in allen Variationen, ob gravid, geräuchert oder die Lachsseite. Alles ist bei uns zu haben. Sprecht euren Fachberater an und habt auch Spaß mit Lachs. Lachsmosaik, spannende Geschichte. Ja, was passiert jetzt? Ja, es ist vom Prinzip eigentlich, es klingt komplizierter als es ist. Ich nehme mir den Lachs, übrigens eine sehr schöne Qualität, was du uns hier mitgebracht hast. Sehr schönes, großes Stück. Schneide den mir in Tranchen herunter. Die kann man natürlich unterschiedlich dick gestalten. Das ist dann einfach nur eine Frage der Garzeit zum Schluss. Siehst du später dann ein Mosaik, je nachdem wie dünn du schneidest, umso kleiner ist das Mosaik, wenn du sie größer schneidest, das hast du größere Worte. Kann man so sagen, genau. Also zum Schluss wird der Schnitt des Lachses quasi von dieser Seite kommen. Also wird dann der Rand sehr dunkel gefärbt sein und dadurch setzt sich dieser Mosaikeffekt zusammen. Dann packe ich mir den Fisch auf eine Folie, damit ich ihn einrollen kann später quasi. Breite mir das Ganze aus und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Bestreue den quasi mit diesem Salmiak.
Ja, und du machst das jetzt mit der trockenen Methode, nicht mit der flüssigen. Ich habe mal gehört, man kann das auch bepinseln. Du entscheidest dich hier für die trockene Sache? Genau, das ist absolut richtig. Also wenn du es bepinseln würdest, würdest du jetzt prinzipiell dir ein Lakritzbonbon oder ähnliches nehmen, das einschmelzen, ja, dass du eine Flüssigkeit oder eine Art Lack daraus erhältst und dann kannst du den Lachs damit einpinseln. Das hat aber den folgenden Nachteil, wenn ich den Fisch dann zum Schluss aufrolle und gare, wässert das Ganze halt aus. Also ich habe dann beim Anschnitt quasi nicht so ein schönes Bild. So trocken sieht das schon deutlich schöner aus und die Farbe ist natürlich auch viel intensiver, der Kontrast zwischen dem Lachs und dem Lakritz. So, wir wickeln uns das sozusagen ein und wichtig ist, wie gesagt, dass es richtig schön straff ist. Man kann ja auch an der Seite so ein bisschen drücken, dass das Ganze mehr diese, ich nenne es mal Wurstform erhält quasi, wie eine Roulade sozusagen. Und dann wickeln wir uns das auf. Und haben ein Lachs-Lakritz-Bonbon. Sozusagen, genau, ja. Und wenn wir das haben, so wie hier, dann vakuumieren wir uns das Ganze und garen das sous-vide einfach im Wasserbad. Ich habe dazu noch ein Basilikum-Macaron gemacht. Die muss ich noch füllen. Ich habe hier lediglich die Shells vorbereitet. Hier ist die Füllung dazu. Wir spritzen uns das einfach hier mittig auf und setzen dann einfach nur den Deckel oben drauf. Teamwork. Teamwork, genau. Und man sieht, schöne Macarons. Die passen super zum Essen. Das Basilikum ergänzt sich sehr gut mit dem Lachs. So, die Spannung steigt. Ich bin gespannt. Die Wahrheit liegt im Anschnitt. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Also wir haben den Lachs jetzt natürlich einfach nur so gut gegart. Dafür müssen wir ihn vakuumieren. Ich hole ihn mal aus seinem Plastikgefängnis sozusagen heraus. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze geworden ist. Fühlt sich schon ganz gut an, auf jeden Fall. Als ob das Ganze auch eine gewisse Verbindung hat. Die Folie klebt dann natürlich ein wenig durch die Hitze. So. Ja, Mensch, sieht super aus. Bin ich stolz auf dich. Man sieht auf jeden Fall, wie sich hier die Farbe schön absetzt, dadurch, dass wir ihn quasi eingemantelt haben in diesem Lakritz. Genau, und dann bringen wir ihn auf den Teller, würde ich sagen. Das riecht doch schon super. Ja, los, ab geht's. Ihr seht uns erleichtert und glücklich, das Lachsmosaik ist was geworden. Ich bin auch froh, du hast meine Vorspeise gegessen, dir geht's gut, es hat, glaube ich, geschmeckt. Fall. Sehr, sehr lecker. Die Kombi hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, der Lachs ist ein sehr, sehr tolles Produkt, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Weil ich so gerne in Leipzig bin und weil du das auch so gut gemacht hast, gibt's, wie sonst auch üblich, ein Sea-Kulinar-Cappy. Hals in Ehren. Danke. Und ich hoffe, beim nächsten Mal trägst du es, wenn wir sehen. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.